Mal sehen, was Spike hier so will. Bestimmt noch irgendeinen Scheiß besorgen. Hey Spike, ich bin Trey. Echt toll. Noch so ein Ungelernter. Na gut, Klappe und zuhören. Es gibt zwei Arten von GRE-Paketen. Die einen mit Nahrung, Medizin, Überlebensausrüstung etc. Die anderen enthalten Antizin. Der GRE sendet eine Videobotschaft, wenn eine Lieferung unterwegs ist. Leider schnappen sich Rais Schläger immer wieder das abgeworfene Antizin. Und ohne Antizin sind wir völlig aufgeschmissen. Rais und seine Jungs sind nur tagsüber aktiv. Im Dunkeln macht man's da draußen ja auch nicht allzu lange. Die nächsten zwei Antizin-Pakete kommen heute Abend runter und Bracken will sie sich holen. Das könnte unsere einzige Chance sein, sie zu erreichen. Was soll ich tun? Wie gesagt, nachts loszuziehen ist quasi Selbstmord. Oder wäre es, wenn ich nicht seit Wochen Unterschlüpfe und Fallen vorbereitet hätte. Brackens Team wird's heute Nacht schaffen, wenn du da draußen die Fallen scharf machst. Das ist deine Aufgabe. Okay, was für Fallen sind das und wie macht man sie scharf? Ich werde dir Anweisungen durchgeben. Nicht vergessen, ohne diese Fallen überlebt Bracken die Nacht nicht. Und wenn er kein Antizin mitbringt, sind wir verloren. Nimm dir ein paar Böller, bevor du losziehst. Selbst gebastelt. Sind eine gute Ablenkung, wenn du Ärger kriegen solltest. Inventar, Entwürfe, Fertigkeiten, okay. Puh, wann war das noch alles? Überlebens. Ja gut, die Auswahl war jetzt nicht so groß, du konntest bloß halt eine erste kaufen. So, Stromauswahl machen sie, warten wir uns mal anschauen. Okay. Sie lösen, oder was ist das? Okay. Ich bin hier draußen fürs Bike unterwegs. Crane, richtig? Hör zu. Einer unserer Kuriere wollte einen Unterschlupf für Brackens Mission vorbereiten. Er ist auf einem Hof nahe Wefa und Mirma von Zombies umzingelt. Er braucht Hilfe. Okay, ich kümmere mich. Mal gucken, wie das Kampfsystem nochmal war. Zum Anfang, ne? Zum Kotzen, ey. Und denk mal, auch die Haltbarkeit der Waffen ist extrem. Waffe ist defekt, na super. Ey, wollte gerade sagen, also. Meine ist auch so gut wie im Arsch. Ich meine, ein Schraubenschlüssel, wenn ich jetzt, ja gut, vier Köpfe einrammel, ich glaube nicht, dass der dann kaputt ist im Normalfall, aber naja, im Spiel schon. Ja. Ich meine, kann ich ja morgen auf Arbeit mal testen, so einen Schlüssel haben wir da.
Inventar. Babababab. Wie war das mit dem Reparieren nochmal? Fertigkeiten. Inventar verfügbar. Rohrschrauben. Zerlegen, Upgrade, reparieren, C. Waffe wirklich reparieren, ja. Kann man hier nicht auf die Köpfe treten, wenn die am Boden liegen? Ich glaube, das musst du erst erlernen. Das ist ein Skill, Norwick. Das musst du erst erlernen. Dead Island ging das ja. Ja, du musstest in Dead Island aber auch erst erlernen. Ne? Konntest du nicht gleich von Anfang an. So fliegt mich da noch erinnere. Wo muss ich denn hin? Da hinten. Da sind nochmal zwei. Umgeg die oder haut die ab herein. Baum wich. Ach, hier ist ja noch jemand. Huch, hier ist ja noch jemand. Ich plündere hier schon die Hütten. Du kannst ja hier fast alles plündern unterwegs. Oh, hi. Na, Geld bringt mich hier nicht weiter. Was macht er da? Den Laden hier zu gehen, war auch nicht so die beste Idee. Aber hier Müll ist immer gut. Immer schön plündern, nicht vergessen. Dead Island, ne? Style. Ja. Da ist noch einer. Wie kommt der jetzt hin? Darüber. Ich bin da. Einige Infizierte ebenfalls. Hallo Mädel. Übertreten. Ich muss da sagen, treten ging da auch irgendwie. Eine Tasche geklaut habe ich hier. Mitnehmen oder ist mein Inventar irgendwann voll? Glaubt er das irgendwann mal voll? Ja, aber du kannst schon relativ viel mitnehmen. Von den meisten Sachen auf jeden Fall. So, schalten Sie den Strom ein. Okay, wo war das denn noch hier? Okay. Da ist nichts weiter drin.
noch Sonic, okay. Gott, oh Gott. Kommt auch noch die ganze Meute hier an. Womit werfe ich denn jetzt einen Böller? Ist ihn. Waffen, Alkohol, da, Karte, Quest. Achso, fünf Böller da. Hast du schon mal rausgekriegt, wie man einen Böller wirft, welche Taste? Oh, Kopf Zigaretten hier vorne. Ach, hier geht's nicht weiter. Train hier. Okay, ich habe diesen Doktor getroffen, Wissenschaftler. Arbeitet in einer Art Laboranhänger an einem Heilmittel für den Virus. Er ist Sierra. Hallo? Hören Sie mich? Positiv. Sekundärziel hinzugefügt. Deckung wahren und seine Forschungsunterlagen sichern. Bestätigen. Gestohlene Datei hat aber noch oberste Priorität, oder? Positiv. Ein einzelner Forscher, der in einem Anhänger arbeitet, wird kaum nennenswerte Resultate erzielen. Aber falls doch, wollen wir sie sehen. Fertig. Wir müssen noch mehr Unterschlüpfe vorbereiten. Wir haben schon ein paar geeignete Orte ausfindig gemacht. Spike markiert sie dir auf der Karte. Und Rain? Danke. Zurück zu dir, Spike. Also das mit den Böllern kriegen. Was? Okay. Die Straße wimmelt von Infizierten. Singeln das Auto, Spike. Du hast doch noch Böller, oder? Wirf einfach ein paar in die Menge. Diese toten Mistkerle lassen sich leicht ablenken. Eins gedrückt halten. Ja, kommt jetzt aber wie... Dann Enter oder was? Dann, oh. Dann mit der Maustaste. Achso. Ich schmeiße die aber direkt, die ich aus der Sicht geschmissen. Ach super. Achso, jetzt bringt man Chatmenü geklappt. Denk, warum macht dann jetzt nichts? Da gedrückt. Das war jetzt natürlich auch ungünstig geworfen von mir. Oh, mittlere Maustaste ist aber blöd, weil die funktioniert bei mir nicht immer. Jetzt hat er. Muss ich mal die Taste umlegen. Das geht so nett.
Kann ja einen Augenblick dauern, bis ich die so alle weggelockt habe. Ja, das Problem habe ich auch gerade. Nicht so bedingt ab, nicht? Ich kriege alle noch in der Auto. Okay, ich sollte nicht mit rein. Haben sie erwischt, oder was? Sag mal, was ist denn los mit euch? Eins habe ich, zweite muss ich. Gott, oh Gott. Das kann ja was werden. Doch nicht rüberklettern, sonst raufklettern. Blöd, Mann. Die Biester sind überall. Falls ich eine Falle brauche, wie aktiviere ich sie? Kannst du nicht. Wie Das Teil. Dreimal
aktiv. Natürlich da unten, wo die ganzen Zombies sind bestimmt. Ach Gottchen. Schlösser knacken, bewegen sie mit dem Stift mit Maus und drehen sie mit dem Stift. Kein Dietrich mehr. Komm ich jetzt hier runter, mein erstes. Noch da hinten hin, oh Gott, oh Gott. Was ist da denn? Der hatte Alkohol dabei. Huch, ich bin jetzt drin. Toll, was ist die Stube? Toll, wir hängen in den Schaltkästen, wenn ich da vorne passiert nichts. Uwe hat anscheinend nur Probleme heute. Ich muss mir erstmal mal die Ego-Ansicht, der ist ja voll nervig immer zu Anfang. Überhaupt wenn du denn klettern musst, ich meine, das Spiel besteht aus Klettern, dann werde ich bestimmt wieder reinkommen, hat ja sonst auch geklappt, aber. So, den habe ich. Jetzt hin. Komm ich da rüber. Ah, hab ich gestürzt. Ein paar Batterien da hier. Hier ist nichts drin. Ach, hier bin ich ja schon beim Bahnhof. Oh, da habe ich auch verzweifelt, glaube ich. Das weiß ich beim ersten Mal noch. So, jetzt mal kurz gucken. Sogar wie hoch. Puh, wie war das jetzt noch? Wie kam man da denn nur wieder hoch?
Einfach so hochklettern war nicht, oder? Ja, da habe ich auch was überlegt. Das ist der zweite. Ja. Zum anderen gegangen, dann konnte ich links an so einen Pfeil aufklettern und rüberspringen. Ah, abgestürzt. Ja, wie gesagt, die Macht habe ich da anscheinend mal, das ist schon mal, aber... Eieiei, eigentlich jetzt nicht mehr. Jetzt gelandet. Nee, das war nicht so gewollt. Das war nicht richtig so. Ja, nun geht er hoch da. Hallo, das Ding da eben noch. Schon wieder zu. Hallo? Was machen Sie hier unten? Also das mit den Gesprengen oder wieder lustig hier. Oh, warum hält er sich denn da nicht fest? Ist der irre oder was? Muss ich denn zweimal Leertaste drücken oder macht er? Total. Ja. Uwe schon fertig, sagt er. Ach komm, das gibt er doch ja nicht. Spring doch daran, du Vollpfosten, ey. Kann ja auch nicht wahr sein. Da springst du ja erst an den einen Mast und von den anderen Mast machst du zu den anderen rüber, aber macht er bei mir nicht. Oder? Och komm ey, langsam gibt mir das hier echt auf die Piste hier schon wieder. So weit kann ich leiden, ey. Zum Glück lassen mich die anderen Zombies hier alle in Ruhe. Mehr oder weniger. Bist du eigentlich auch schon fertig, oder was? Nee, ich hab da... Achso, ja, das ist auch noch so. Gut, Beleuchtung ist bereit. Alter. Leute zur nächsten Aufgabe. Mach schnell. Auch nicht ohne. Das ganze verdammte Viertel ist finster. Was zum Teufel ist los? Ach, nicht schon wieder. Also gut, hör zu. In deiner Nähe ist ein Umspannwerk. Sieh es dir an. Ach, jetzt erstmal zum Umspannwerk. Ach, da bin ich erst. Ja, da bin ich auch dran. Wir sind wehrlos. Die Unterschlüpfe und einige Fallen funktionieren auch nicht mehr. Wir brauchen...
Ach ja. Der Mr. Boss, Mr. Hammer, Sledgehammer. Eieiei, ei, ei. Haben wir aber einen reingezimmert. Ach, da machen wir auch noch einen Rundumschlag, die Drecksau. Gibt's da irgendwie einen Trick, wie man den umnietet? Ich glaub schon, ne? Man kann ja irgendwie die Gassachen da benutzen, ne? Ich hab die Hose. Ja, ich bin erstmal auf Dach geflüchtet, gucken wir das da mal in Ruhe um. Mal ganz nah rangehen und wieder weg, dann muss er schlagen. Ein-, zweimal schlagen. Medic-Packs habe ich doch auch mal vor meinen Zigaretten. Klingen wohl. Bella, was für das war. Warum werden mir zwei Medic-Packs angezeigt? Ich finde die nicht. Da muss ich die erst herstellen. Nacht bei mir. Oh oh. Wie verwendet man jetzt das Medic Pack, meine Fresse? Sag doch mal Bescheid, Spiel, wo das Ding. Auf H. Hätte ich auch drauf kommen können. Heilen wie H. So. Eieieiei. Eieiei, oh. Ich bin hinter dir. Wie triffst du mich? Ist er down? Hier ist er dann doch auch immer schnell. Du bist draußen, okay. Das Umspannwerk läuft wieder.
Aber wo es einen Kurzschluss gab, kann es wieder einen geben, das weißt du, ja? Die Elektrik überlässt du mir, ja? Mach, dass du zum Unterschlupf kommst. Du wirst dort übernachten müssen. Entwürfe. Drisch. Ah, okay. Prolog habe ich jetzt auch durch. Okay. Bist schon bei Nacht draußen gewesen, ja? Ja, da musste ich schlafen und jetzt bin ich hier in meiner Sicherheitszone. Ich habe jetzt gerade erstmal Strom angeschalten, plünder hier noch ein bisschen die Kiste. Chiorettenren. Die war eine Taschenlampe, hast du das schon mal rausgefunden, ne? Tee. Tee. Ah, jetzt. Drück hier mal F, Flashlight. Ja, weiß ich auch nicht, wollen wir denn, dass du jetzt der Lobbyführer wirst, oder was, dass wir denn bei dir beitreten? Kennt sich hier aus, dann kann der uns führen. Keine Lust, dass ich hier so planlos. Ja, halt. Also. Wo hängt der jetzt hinter? Wie tritt man denn den anderen bei? Muss ich da verzaubern? Ich glaube schon, weiß ich jetzt nicht mehr. So. Ich bin jetzt gerade erstmal mit. Ach Gott, jetzt kommt noch der andere Spuckvieh. Oh, hänge jetzt irgendwie hinterher. Das mit den Laternen einschalten hat mich zeitlich zurückgeworfen. Was kann ich für Sie tun? Ich habe gerade einen seltsamen Zombie gesehen. Voller großer grüner Beulen. Er ist abgehauen, als er mich entdeckt hat. Was kann das gewesen sein? Na, Prolog, nun abgeschlossen, steht Ihnen der Koop-Modus zur Verfügung. Spielmenü aufrufen, wo Sie andere Spieler suchen und sich einstellen können. Da, 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 da. Huch. Ja, ne, rein theoretisch könnten wir jetzt zusammen loslegen, ne? Ja.
glaube, Uwe muss uns einladen. Ich finde jetzt keine Option, wo ich beitrete. Ja, schreib ihn doch mal. Ja. Bei mir ist aber Steam offline. Ach, hat er echt Feierabend gemacht, ja? Na gut, ist auch schon kurz vor 11, also das lohnt auch nicht mehr. Können wir morgen vielleicht noch eine Runde machen? Ja, machen wir alle zusammen morgen dann weiter. Na gut.